Und wir sind wieder zurück in der Welt von Empires and Puzzles. Ja, wir haben noch eine Beschwörung mit Münze. Was kriegen wir? Was Rotes. Ein Tudan. Ja, dann können wir gleich an Rudolf verfüttern. Ich muss ja mein Team sowieso noch... Ja, macht von Valhalla. I know. Weil unsere Priska ist ja inzwischen stärker als Layla. Können wir Layla eigentlich auch verfüttern? Bababam. Nebenbei habe ich auch ein Verteidigungsteam aufgebaut, nämlich dieses. Machen wir einfach mal Lucky Lucky, was daraus noch wird im Laufe des Spiels. Okay, die geht raus und Priska geht rein. Oh, jetzt ist das Team sogar um 3 Punkte stärker wie dieses jenes. Wieso eigentlich? Ja gut, 330. Achso, wegen der Level 1 Geschichte da. Egal. Speichern bitte, danke. Dann können wir Priska eigentlich jetzt auch aufleveln, indem wir Layla da reinstopfen. Huiuiui, gibt das ein Level ab. Ja, bitte. Nicht selten, aber... Bam, bam, bam. Wenn sie halt stärker ist, tut mich sorry. Vor allem, die wird am Ende auch sehr viel stärker als Ulma. Aber darum geht's ja jetzt nicht. Ja, das dauert. Ausbilden dauert noch. Was war das denn noch? Achso, das war einfach nur Upgrade. Okay. Wir machen aber auf der Karte weiter. Gibt schon einen neuen Titan. Nein, in 4 Stunden erst. Wollen wir doch mal weitermachen. Und zwar genau da. Oh, gleich Double-Angriff. Schön dem Geier aufs Maul hauen. Und dem Skelett. Okay, wir greifen aber erstmal diese Mumie. Ja, es ist eine Mumie. Okay, Ulma ist auch voll, dann setzen wir ihn doch einfach mal ein. Einfach weil wir es können, dann machen wir das hier. Einfach weil wir es können. Ich komme da rechts irgendwie nicht ran. Das ist doch zum Koten, ist das. Ah, jetzt. Zumindest ein bisschen. So, direkt Special. Hat auch nicht richtig was gebracht. Na, egal. Das bringt jetzt was. Zack. Away. Ist AFK. Würde ich mal so behaupten. Das war gut. Jetzt muss ich mich, wie gesagt, mehr auf links konzentrieren. So, Angriff stärken. Jetzt können wir eigentlich noch das machen. So, jetzt haben wir die olle Mumie für uns alleine. Und sie ist weg. Oh, Endgegner hier direkt das. Dadurch heilen wir uns, was sehr, sehr gut ist. Okay, das hatte ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm gehabt, aber Unverhofft kommt oft. Heilen, Verteidigung runtersetzen. Und dann Harmonieangriff. Aber wie gesagt, den Bane, den behalte ich auf alle Fälle. Unser erster Level 3 Charakter. Der muss bleiben. Einfach aus... Bam, bam, bam. Aus Gründen. Einfach aus Gründen. Oh, das gibt... gute Dinge. So, nochmal. Next Welle, bitte. Oh, wieder unsere Wüstenkäferchen.
Glaube, ich falle hier gleich vom Glauben ab. Immer schön die Kombis reindrücken hier. Ja, doch. Heilung ist immer gut. Schön den Angriff höher schrauben. Wie der Käfer lebt noch, was soll das? Die Oldie Dreckschleuder, die. Ja, ja. Nun machen wir das noch so, dann geht da noch einer. Ja, das sieht doch bisher schon mal alles. Okay, die heilt sich nicht allzu viel, aber gerade echt am Überlegen, ob es ein Fehler war, Layla wegzukloppen. Naja, aus Fehlern lernt man ja bekanntlich. Okay, die kriegt ihren Special aber auch sehr, sehr schnell voll. Also von daher, alles no problemo. Ja, so muss das. Grünbräuch, genau. Ah ja, perfekt, grün. Okay, der ist als nächstes dran. Dann hauen wir ihm einfach damit aufs Maul in der Hoffnung, dass er weg ist. Nein, ist er natürlich nicht. Hält aber auch nicht allzu viel. Egal. Machen wir so. Dann kann sie noch mal eine Runde heilen. Dann setzen wir da Dunkelheit ein. Und unserem Käfer geht es jetzt auch schlecht. Der liegt jetzt nämlich auf dem Rücken. Endgegner. Gut, dass wir den Ulmer dabei haben, der gleich mal die Verteidigung runterschraubt. Ey, nicht burn! Ist doch kein Barbecue hier. Gut, wahrscheinlich wird sie gleich draufgehen. Es sind sogar zwei draufgegangen. Na, holla aber auch. Wenn ich jetzt drauf gehe. Ach Moment, ich habe doch Heil-Items. Die können wir ja auch mal einsetzen. Wofür haben wir sie? So, ein Käferle ist schon mal weg. Dann machen wir das so. Ah, nicht gut. Unser Bane im Hintern, das gefällt mir aber jetzt gerade ganz und gar nicht. Und der nächste weg. Oh, hahaha. Sie lebt noch, also keine Panik. Obwohl es knapp jetzt ist. Wirklich knapp. Sehr, sehr knapp sogar. Aber wir haben gesiegt. Meteorfragment, okay. Gildennovizen. Oh Mann. Es ist nicht gut, wenn wir jetzt so unabdingbar hier jetzt schon so auf die Nuss kriegen. Und der ist weg, das ist gut. Ja, Jill ist auch so schön. Wache irgendwie auf der Brust. Also gut, solange wir heilen können, ist alles gut. Ja, Ach, wir machen das so. Dann geht der da nämlich auch weg. Komm, kriegen wir jetzt noch ein Special voll. So, jetzt setzen wir erstmal ein bisschen unsere Vorteile ein. Ich
schön auf Kombos hinarbeiten, direkt Special rausballern, sobald wie es geht, sonst haben wir nämlich Probleme. Okay, jetzt sind wir bei Welle Nummer 3. Perfekter Monte. Ja, so schnell ist die auch nicht voll. Ha? Und der geht jetzt ins Leere. Habe ich mir gedacht. Dann können wir darauf noch einen blauen abfeuern. Jetzt lass doch mal Priska in Ruhe, die kann nichts dafür. Auch noch frech werden da oben, oder was? Na warte, hier, friss blau. So. Okay, wir haben zwei Skorpione zum Gegner, beide Naturelement. Das ist doch perfekt. Perfekt, was wir hier gerade angestellt haben. Oi. Jetzt geht's aber hier richtig ab. Ach komm, Priska. Und Tschüssikowski. Bis Danimanski. Das war eine gute Runde. Doch, ich bin zufrieden. Okay, wir haben noch 10 Punkte. Ja, doch, da kriegen wir noch was hin. Das kriegen wir aber. Ja, aber sowas von. Wollen wir jetzt schon einsetzen? Nein, wir warten erst noch. Ja, also jetzt ist aber... Komm, jetzt setzen wir unser grünes Juwel an. Ich hoffe, dass wir noch ein paar... Jawohl, Kombi. Kombi. Und ich meine nicht das Auto. Nein, er ist noch nicht weg. Okay, das war jetzt dumm. Egal. Hauptsache Kombi. So, Priska darf ihn verhauen. Welle 2, da hauen wir erstmal mit ihm drauf. Ist die Verteidigung nämlich schon down. Und jetzt fegen wir einen nach dem anderen weg. In der Hoffnung, dass es hinhaut. Komm, da gehen wir auf beide. Also jetzt läuft's aber. Ja, Servus, Moin, Hellas, Hella, da waren sie weg. Angriff steigern. Und direkt mit dem Lilan. Sind ja eh alles Lichtgegner, also... Hops wie gesprungen. Okay, der macht ein bisschen Remi-Demi. Machen wir erstmal so. Okay, das hat... Ne, wir machen... Na, wir machen das so. Genau so habe ich mir das nämlich gedacht. Nein, eigentlich nicht, aber... Mir egal. Es hat funktioniert. Und das ist gut. Prüsterchen. Drachenknochen. Ja, komm, weiter jetzt. 1500, ach komm, den hauen wir noch einen auf Murmel jetzt. So, wie fangen wir denn an mit dem Murmelgehaue? Mit einer Kombo. Ja doch, damit kann ich ganz gut existieren. So, jetzt ist der schon mal wäsch. Wie kannst du es eigentlich wagen, mich anzugreifen, du Sir Latteflott? Heilen, Lalida, Duda. Okay, der heilt, den mag ich nicht, der heilt.
Komm, du nimmst den Bane ins Visier. Dann machen wir das so. Kriegen zwar nicht alle was ab, aber... Könnt ihr mal aufhören, meine Leute anzugreifen? Ich weiß, es ist euer Job, aber lasst das sein! So, der Heiler ist AFK. Ne, AFB. Away from Battlefield. Wir können es nicht sein lassen, oder? Ja, wir sammeln jetzt erstmal ein paar Pünktchen, dass die Special schnell voll werden. Weil sonst habe ich ein Problem. Du bist ruhig da oben. Sag ich doch. Dam, dam, dam. Haha. Wir haben die Dings erobert. Oh, Vivica. Elena, wie schlagen sich die Truppen auf dem Schlachtfeld? Wirklich gut, den Umständen entsprechend. Die Kämpfe sind erbittert, aber wir haben den taktischen Vorteil. Okay, als nächstes kommen... Oh, die Nebellande. Oh, oh, oh. So, du... Du wirst erstmal gefüttert mit... Also, wir werfen einer Frau mal wieder Rudolf zum Fraß vor. Andersrum, wir werfen... Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Ja, die muss mehr Verteidigung kriegen. Da hat sie, genau wie im Angriff, nur Leben hat zu viel. Also, taktischer Vorteil würde ich das jetzt nicht nennen. Jetzt gehen wir nochmal in die Basis. Ja, ist ja gut. So, Wege der Tapferkeit. Wir brauchen 6 insgesamt. Aber erstmal kann ich ja hier noch ein bisschen was in die Ausbildung reinstecken. So. Ein paar Dutzend Leute. Ja, ich würde sagen, ich warte, bis meine Punkte wieder voll sind. Obwohl, ich habe ein Item, kann ich auch benutzen. Haha. Dann machen wir das und dann geht's weiter.